Zuletzt bei Super Mario 64 The Green Stars. Welcher Supermarkt ist der beste? Eher die Discounter, die Mittelklasse-Supermärkte wie Lidl oder die Premium-Supermärkte wie Edeka oder Rewe? Genau der Frage haben wir uns beim letzten Mal gestellt, während wir in der Eiswelt und in der Fabrikwelt von Mario 64 The Green Stars weiter Sterne gesammelt haben. Schaut doch gerne rein und lasst mal eure Meinung in den Kommentaren da. Einen angenehmen guten Tag, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario 64 The Green Stars, unserem kleinen Themenprojekt. Und Part 1 und 2 und auch 3 sind mittlerweile öffentlich. Also ihr seht, diese Folge nehme ich genau an dem Tag auf, an dem sie auch released wird. Und ich kann jetzt endlich auf euer Feedback eingehen und mich endlich auch für das Feedback bedanken. Denn ich habe super, super, super viele liebe Kommentare bekommen, super viele ausführliche Kommentare unter jedem einzelnen Video, wo es einfach so spannend ist, eure Meinung dazu zu hören. Gerade das Thema Supermarkt fand ich irgendwie super, super spannend, was ihr da so zu erzählen habt. Aber auch dann, wie gesagt, ich sag mal, das etwas deepere Thema auch gleich im ersten Part sozusagen mit Fotos und Erinnerungen und allem drum und dran. Es war einfach sehr schön und hat viel Spaß gemacht, die Kommentare zu lesen. Und ich habe euch ja dann auch gesagt, hey, wenn ihr Vorschläge habt, ne? Wenn ihr sagt, hey, ich hätte hier ein Thema, worüber du mal reden könntest, da habe ich gesagt, könnt ihr mir gerne schreiben. Und ich habe super viele Nachrichten bekommen. Auf Discord sowie auf Instagram. Gerade auf Instagram habe ich wirklich viel bekommen. Jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen... Aha! Mich ein bisschen durchmanövriert. Sehr schön. Und ich habe mir heute auch da direkt was rausge... Ich screenshotte mir immer die Nachrichten, die ich von euch bekomme, damit ich dann quasi einfach durch die gescreenshotteten Nachrichten gehen kann. The Factory Secret Star, mashallah. Ich habe absolut keinen Schimmer, wo das ist. Aber wir gehen einfach mal ein bisschen auf die Suche, würde ich vorschlagen. Ja, und nachdem ich das sozusagen gemacht habe, habe ich auch gleich das erste Thema für heute mitgebracht. Und das erste Thema kommt von, ich sag einfach mal, Kim auf Instagram. Wie gesagt, mir ist eigentlich eure Privatsphäre sehr wichtig, aber das ist jetzt, glaube ich, kein Thema, was irgendwie, keine Ahnung, kontrovers ist oder wo ich private Infos leaken würde. Denn Kim hat auf Instagram gefragt, per DM, ob ich mal über das Thema Freundschaften reden kann. Und zwar, sag ich mal, auf ein paar unterschiedliche Dinge bezogen, also nach dem Motto, was gibt es für dich für Freundschaften? Was gibt es so für unterschiedliche Stufen an Freundschaften? Was sind echte Freunde für dich? Und allgemein, ne, wie steht man zu der ganzen Sache? Und das ist echt ein spannendes Thema, muss ich zugeben, weil das, glaube ich, etwas ist, was jeder ganz anders für sich sozusagen bewertet. Also ich habe einen sehr, sehr guten Freund. Für den ist Freundschaft quasi, ja, fast schon alles. Das hängt ja auch immer ein bisschen da, sag ich mal, ein bisschen damit zusammen, aus welcher Familiensituation man kommt oder so. Aber da ist es so, dass der Draht zur Familie jetzt, sag ich mal, nicht der beste ist. Und dementsprechend sind quasi Freunde für ihn einfach, ja, eine Art Familienersatz. Also Freunde sind für ihn einfach somit mit das Größte, was es gibt. Und ich glaube, ich habe den Secret Star gefunden. Ich glaube, ich habe ihn gefunden, ne? Jawollo! Nein, das ist die Metal Cap! Das ist die Metal Cap! Was? Oh mein Gott, das wirft mich gerade etwas aus meinem Konzept, muss ich zugeben. Okay. Das ist sehr interesting. Tut mir leid, das hat mich jetzt gerade etwas rausgeworfen. Ich dachte eigentlich, ich hätte jetzt da die letzte Mission gefunden, aber... Nee, hab ich nicht. Aber ja, um zurück zum Thema zu kommen, also ja, Freundschaft ist für ihn sozusagen einfach mit das Höchste, die höchste Form von, ich sag mal, zwischenmenschlicher Beziehung, die es einfach so gibt, so, das ist einfach das A und O. Und dann gibt es, glaube ich, auf der anderen Seite einfach Leute, die vielleicht einfach eine sehr enge Bindung zu Lebenspartner, Familie, was auch immer haben. Und die sagen, hey, einfach Freunde sind für mich eine coole Sache, so mit denen kann ich Zeit verbringen. Aber die stehen jetzt bei mir einfach nicht an erster Stelle, sondern da ist einfach noch ganz viel
Dazwischen, ne, wie gesagt, Freunde, Familie, Lebenspartner, was auch immer. Manche Menschen sind auch einfach vielleicht einfach eher Einzelgänger. Und ich glaube, da gibt es halt wirklich ein ganz, ganz, ganz großes Spektrum, in welchem man sich bewegt, wie Leute mit Freundschaft umgehen. Also, um mal ein bisschen auszuholen, ich würde sagen, als Kind war Freundschaft für mich... Also es gab eigentlich nur so zwei Stufen von Freundschaft. Also es gab so Freunde, das waren halt meistens Schulkollegen, und dann gab es, sag ich mal, so Homies. Ne? Das waren halt einfach so die besten Jungs, mit denen man in meinem Fall, mit denen ich einfach so in der Schule unterwegs war. Das waren eigentlich so diese Abstufungen. So, man hatte einfach so Leute, mit denen man sich gut versteht, und man hatte so seine besten Homies, und das waren so, sag ich mal, das sind so die beiden Arten von Freundschaft gewesen, die es damals für mich gab. Das ist, wie gesagt, das ist eigentlich auch schon alles gewesen. Ich muss mich jetzt hier nur ganz kurz orientieren, weil das leider nicht so einfach ist. Scheiße. Und ich komme da irgendwie noch nicht so ganz lang, aber ich glaube, ich werde jetzt mal hier runtertauchen. In der Hoffnung, hier irgendwas zu finden, ne? Ah, hier ist eine Coin, sehr schön. Und wie gesagt, das hat eigentlich auch ganz lange angehalten. Also, wir hatten damals in der Schule so einen Freundeskreis aus mit mir 10 Jungs, also quasi 9 Jungs plus ich. Und wir waren eigentlich so unzertrennlich, ne? Wir haben uns Stammtisch-Hustler genannt, weil wir in der großen Pause immer uns gemeinsam so einen riesigen Tisch einfach in die Mitte des Aufenthaltsraums gestellt haben, wo wir uns dann sozusagen alle hingeschimmelt haben. Und das war dann irgendwie unser Stammtisch, und als wir dann mal eine WhatsApp-Gruppe gemacht haben, hießen wir einfach die Stammtisch-Hustler, und das war dann, ja, eigentlich für immer unser Name so. Das ist so die Story. Und ich sag mal wirklich so von der, ich würde sagen, so von der 7. Klasse bis dann eigentlich zum Abitur war das einfach unsere Nummer 1 Crew. Ein paar Jahre nach dem Abitur hat das Ganze auch noch, sag ich mal, Bestand gehabt. Aber ich glaube dann so 3-4 Jahre nach der Schule, da ist dann doch der Kontakt einfach Stück für Stück zurückgegangen, weil einfach jeden hat es in andere Ecken Deutschlands verschlagen. Der eine ist studieren gegangen, der andere hat eine Ausbildung gemacht, das war jetzt ich zum Beispiel in dem Fall. Und andere haben auch schon angefangen zu arbeiten, man ist in unterschiedliche Ecken Deutschlands gezogen, Leute haben Freundinnen bekommen, waren dann da mehr eingespannt, und dann hat sich der Kontakt einfach so Stück für Stück verlaufen. Und jetzt tatsächlich so, ja, Corona hat dann, sag ich mal, so diese Freundesgruppe ziemlich inaktiv gemacht. Muss man einfach mal so festhalten, ne? So schade das auch irgendwo ist, aber man wird auch einfach älter und man hat einfach auch nicht mehr die Zeit, sich so häufig zu treffen wie damals zur Schulzeit, ne? Und wie gesagt, jeder ist dann irgendwo auf seinen eigenen Weg gegangen, hatte eigene Ziele und Visionen. Und irgendwann hat man sich halt nur noch, sag ich mal, einmal im Monat getroffen, dann irgendwann nur noch, keine Ahnung, ein-, zweimal im Jahr. Und mittlerweile hat sich das eigentlich ziemlich verlaufen. Ist zwar schade, aber ich glaube, dass das gehört einfach zum Älterwerden dazu. Und da muss ich auch einfach sagen, dass es auch teilweise ein bisschen zumindest auch an mir lag. Muss ich auch einfach ganz offen und ehrlich so zugeben, weil ich jetzt einfach, also ganz jetzt speziell auf mich persönlich gesprochen, ich bin jetzt nicht der Aktivste, wenn es darum geht, seine Beziehung zu pflegen. Das ist eine Schwäche von mir. Und derer bin ich mir gerade in den letzten Wochen und Monaten wieder bewusst geworden, nämlich jetzt quasi, wo Corona wieder vorbei ist, man sich auch wieder treffen kann und so weiter, habe ich gemerkt, ach du Scheiße, irgendwie, es gibt gar nicht mehr so viele Leute, mit denen ich mich regelmäßig treffe, oder wo ich jetzt sage, ja, man darf ich auch direkt los, mich mit denen zu treffen, weil man die Kontakte einfach so ein bisschen hat schleifen lassen. Und dann irgendwie halt, ich sag mal, gerade über Corona die Zeit, die den Kontakt nicht aufrechterhalten hat. Während Corona ist ja auch meine Selbstständigkeit losgegangen. Also ich bin jetzt quasi erst in meinem ersten Jahr Corona, oder in meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit, in dem kein Corona ist, ne? Wo ich neben meiner Selbstständigkeit einfach noch mich viel um mich selber kümmern muss. Das ist ja das, was tatsächlich so ganz crazy ist. Da habe ich auch in einem Podcast mit Tim, also Gute Laune Trip, drüber geredet, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich in der Selbstständigkeit so ein bisschen meine persönlichen Erfahrungen und meine persönliche Weiterentwicklung so ein bisschen aus dem Auge verloren habe, weil ich kannte Selbstständigkeit nur
in der Corona-Zeit. Das heißt, ich kann die Selbstständigkeit nur als, ich kann den ganzen Tag 24/7 arbeiten, weil ich verpasse ja nichts. Es passiert ja sonst nichts. So ist meine Selbstständigkeit losgegangen. So nach dem Motto, es chillt mit eh jeder zu Hause. Es hat sowieso jeder Zeit, deine Videos zu gucken. Und dementsprechend so, du hast eh nichts anderes zu tun, als zu arbeiten, weil es passiert ja nichts. So, jetzt ist aber diese Phase vorbei und jetzt merke ich so, okay, man muss in der Selbstständigkeit sehr krass... Oh boy, mir verhaut jemand die Kamera. Aber warte mal, da ist auch noch ein Erklärungsschild. Vielleicht sagt ihr mir, welche Kameraperspektive ich nehmen muss. Having trouble getting up this icy waterfall, if you zoom out the camera, it may be easier for you. When trying to get up the waterfall, try move Mario side to side. Ja, das weiß ich. Ah, vielleicht muss ich hier diese L-Kamera nehmen. Vielleicht geht's mit der einfacher, ne? Und ja, aber das ist halt legit so der Punkt, ne? Also, ich habe wirklich... Oh boy, Kamera. Oh, die Kamera verdreht sich mal komplett. Ich muss es einfach wirklich lernen, mich aktiv bei Leuten und meinen Freunden zu melden. Ich muss aber auch aktiv daran arbeiten, mir selber Freizeitaktivitäten zurechtzulegen. Weil ich ansonsten einfach nichts mehr erlebe. So, ne? Das ist so der Punkt. Aber dementsprechend auch zum Thema Freundschaft, wie gesagt, das ist nämlich der Punkt, wo ich jetzt gleich als nächstes nämlich drauf zu sprechen kommen wollte. Dass ich glaube... Scheiße, ich bin hier gekommen. Dass ich glaube, dass sich das Thema Freundschaft im Alter extrem wandelt. Da will ich aber jetzt gleich mit euch drüber reden, sobald ich es geschafft habe, diesen Wasserfall hochzukommen. Jawollo! Oh boy, hier ist noch mehr Stones. Oh, damn. Was ein Akt. Und ich sehe gerade, es gibt 3 Sterne in der Metal Cap. In meinem Star-Display. Okay, da müssen wir da gleich nochmal rein. Ja. Ja, weil nämlich, wenn man älter wird, dann wird nämlich die Zeit begrenzter, weil einfach im Alter mehr Pflichten auf einen zukommen. Also mittlerweile, wenn mich mal Leute fragen, was heißt es, erwachsen zu werden heißt einfach nur mehr Verantwortung und mehr Pflichten zu bekommen. Das ist alles, was sich ändert. Das Mindset bleibt ziemlich gleich, vom Kopf her bleibt man eigentlich immer Kind. Also beziehungsweise es gibt einfach, ich finde, es gibt keinen großen Unterschied zwischen Kind und Erwachsensein, wenn es um Hobbys geht, wenn es um Spaß geht und etc. Aber Erwachsensein bedeutet, mehr Pflichten zu haben, mehr Aufgaben zu haben, mehr Verantwortung übernehmen. So, das ist Erwachsenwerden. Und wenn man dann eben erwachsen wird und eben mehr dieser Pflichten, mehr dieser Aufgaben übernimmt, dann hat man einfach weniger Zeit. So, man kann halt nicht jeden Tag 6 Stunden mit seinen besten Homies, sag ich mal, zocken. Weil früher hat man das halt gemacht, man hatte ja nichts zu tun. Mein Gott, man war nur in der Schule, war vielleicht in einem Sportverein und das war's. Ne, das waren alle Pflichten, die man hatte. Und dementsprechend ist die Zeit einfach, hat man deutlich weniger Zeit für Freizeit. Und das heißt, man hat auch deutlich weniger Zeit mit seinen Freunden oder mit seiner Crew was zu unternehmen. Das heißt, man muss sich ganz genau aussuchen, okay, ich habe nur eine ganz begrenzte Zeit zur Verfügung, um mit meinen Leuten was zu machen. Da muss man halt auch wirklich sich ganz genau überlegen, okay, mit wem will ich denn was machen, ne? Ich habe sowieso nicht viel Zeit, aber mit wem möchte ich denn dann meine Zeit verbringen? So, und was ist hier? Ah, da vorne ist der Stern, ich sehe ihn. Okay. Moment. Und dadurch werden Freunde einerseits, werden Freundschaften intensiver, weil man als Erwachsener weiß, okay, er hat eigentlich kaum Zeit, Leute zu sehen. Ich habe viel zu tun und kaum Zeit, Leute zu sehen. Das heißt aber, wenn wir uns jetzt treffen, um Zeit miteinander zu verbringen, dann würde ich sagen, dann haben wir uns beide aktiv dazu entschieden, Zeit miteinander zu verbringen. Und dadurch weiß man es irgendwie viel mehr zu schätzen. Wie gesagt, als Kind war es so, man hat sich ab und zu einfach mit Leuten getroffen. So, man hatte ja nichts zu tun und Hauptsache, man chillt halt mit jemandem, als dass man alleine rumschimmelt. Weil ich finde, auch gerade als Kind ist es jetzt nicht so einfach gewesen, so mit diesem Alleine-Sein umzugehen. Also, das ist eine Sache, die bei mir erst so im Alter, sage ich mal, kam. Und ich schaue jetzt hier, by the way, mal so ein bisschen durch die Wände. Ich mogel jetzt hier mal ein bisschen, um eventuell diesen Secret Star hier irgendwo zu finden, ne? Ja, und dadurch hat man zwar, je älter man wird, gefühlt weniger Leute um sich herum, aber diese Beziehungen sind halt 1000-mal intensiver. Gerade auch, weil man eben als Erwachsener noch viel mehr Möglichkeiten hat, sich gegenseitig zu supporten. So. Wenn, wie gesagt, also ich kann jetzt natürlich nur aus meiner Perspektive reden, wenn halt irgendwie mal ein Bro zu mir kommt und sagt, keine Ahnung, hey, ich stecke in finanziellen Schwierigkeiten, hey, ich habe hier ein großes Projekt, hast du Möglichkeit, mir da zu helfen? So. Man hat halt zum einen die Erfahrung,
um sich zu helfen, aber man hat auch die finanziellen Mittel, um sich zu helfen. Und by the way, kann ich mir vorstellen, dass dieser Secret Star da unten drin ist. Ich schaue hier mal nach. Ja, hier unten. Da unten. Ja, I see. So, die Frage ist nur, sterbe ich jetzt, wenn ich da runterhüpfe? Wahrscheinlich, ne? Fuck it. Jawohl! Es hat funktioniert. Und dadurch, ja, werden eigentlich Freunde im Alter gefühlt fast schon zu Brüdern. Also Freunde werden Familie, wenn man älter ist. Weil man eben aus den genannten Punkten, man hat mehr Möglichkeiten, sich zu helfen. Man hat auch durch das Erwachsenwerden ein besseres Verständnis für Freundschaft und weiß, wie viel das bedeutet und weiß, wie viel ein Zusammenleben ist. Und dadurch wird das einfach alles viel intensiver. Und wisst ihr was? Wir gehen jetzt nochmal kurz in Kurs 3. Das ist diese Wasserwelt gewesen. Und da können wir jetzt mit der Metal Cap uns auch den letzten Stern holen. Ja, und ich glaube, das ist auch schon fast alles, was ich zum Thema Freundschaft zu sagen habe. Also einfach in jungen Jahren war es einfach mehr so ein, man verbringt Zeit miteinander und man kennt sich. Und hat eigentlich, sag ich mal, relativ viele Leute um sich rum, mit denen man sich zumindest zu gewissen Teilen gut versteht. Aber wenn man älter wird, dann wird dieser Kreis einfach immer kleiner und kleiner. Aber es wird auch einfach vom Zusammengehörigkeitsgefühl viel intensiver. Weil fast jeder, den ich jetzt als Freund bezeichnen würde, für den würde ich alles machen. So. Das ist. Der Rest sind halt vielleicht, sag ich mal, Bekannte. Oder vielleicht einfach Kollegen oder so, ich weiß es nicht. Also ich kenne natürlich viele Menschen, mit denen man mal cool Smalltalk führen kann, mit denen man sich mal cool austauschen kann und sich auch mal hilft, wenn jemand vielleicht Hilfe braucht. Aber man hat eigentlich nur diese Handvoll, in meinem Fall Brüder, für die man einfach alles machen würde. Für die würde man durch dick und dünn gehen, für die würde man sein Konto leeren, wenn es ihre Existenz bedroht. Für die würde man zu jeder Uhrzeit alles machen so. Aber ich finde, damit man das tut, muss man einfach erst noch ein bisschen älter werden. Zumindest war es bei mir so. Vielleicht gibt's auch, seid ihr auch schon jünger und sagt, boah, ich habe auch meine zwei, drei Jungs, für die würde ich alles tun. Oder Mädels, ne? Ich hab ja fast 20% weibliche Zuschauer. Ob sie auf dem Zweitkanal auch so ist, weiß ich nicht. Ne, dementsprechend natürlich alles, was ich jetzt sage mit Jungs und Brüdern und so, ist natürlich auch genauso für die weiblichen Freundschaften zu verstehen. Bloß das ist einfach einfacher ausgesprochen, als wenn ich immer sage Brüder. Und vor allem, man sagt doch irgendwie nicht Schwestern. Also ich sag das nicht. Das, I don't know. Das sind so Brüder und Freundinnen. Aber es steht auf dem gleichen Level. Zumindest, wenn man dieselbe Bindung zu dieser Person hat. Jump to grab the wines. Achso, ich kann mich da festhalten. Okay. Und laut Star Display, oder ihr könnt auch hier gucken, ihr seht es unten im Eck, 3 Sterne. Ja, das wurde mir auch noch in die Kommentare geschrieben, warum ich denn jetzt so ein extra Programm habe, was mir anzeigt, wo ich sozusagen, also wo wie viele Sterne sind und so weiter, weil ich habe ja hier unten in der Ecke diese Anzeige. Ja, das stimmt, muss ich sagen, habe ich nicht dran gedacht. Aber nochmal alles in einem Programm zu haben, wo ich auch genau sehe, in welchem Kurs ich bin und wo mir noch was fehlt, man hat einfach nochmal eine bessere Übersicht. Aber ja, theoretisch ist das in diesem Hack tatsächlich nicht unbedingt notwendig, so eine Software zu nutzen, weil das Spiel einem hier tatsächlich schon sehr gut hilft. Und was bist du? Okay, das sagt mir safe an, wo hier ein Stern ist. Männchen. So, ich glaube, 100 Münzen gibt's nicht. 100 Münzen gab's nie in Bowser Status. Okay, also irgendwo sind 3 Säulen, Stufen, Türme, Löcher, ich weiß es nicht. Und vor dem, oder auf dem linken ist was. Na, ich kann ja, ich bin tot. Nein, oh mein Gott, ich lebe noch. Also ich konnte jetzt noch nicht so ganz deuten, was der mir hier vermitteln wollte. Aber irgendwas Unsichtbares scheint auf dem linken Klotz. Nenne ich das jetzt mal zu sein. Sind die das? Doch, das sind die. Das sind die. Das war auf der Zeichnung gemeint. Und dann auf dem linken. Da oben kann ich rein, oder? Ich kann da rein. Ich kann dafür durch die Wand laufen. Und ich werde sogar rausteleportiert. Okay. Sehr interessant. Ja, jetzt habe ich natürlich die roten Münzen so ein bisschen umsonst gesammelt, aber naja, ne, damit muss ich jetzt halt leben. Alles klar. Da haben wir doch schon den ersten von 3 Sternen und das war der zweite. Keine Ahnung, ob diese Reihenfolge irgendwas aussagt. Nein!
Ein einfacher Sprung hat nicht gereicht, dass sich Mario da festhält. No! God freaking damn it! Ah, okay. Was für eine Kacke. By the way, die Musik kenne ich nicht. Ich wollte euch jetzt irgendwas Cooles erzählen, aber ich kenne die Musik nicht. Ja, hier ist das Klettern leider ein bisschen schwierig. Allgemein, dieses Klettern an Oberflächen ist absoluter Trash. Also, das ist natürlich schön, dass es die Funktion gibt, aber man ist einfach so slow. Man ist so unfassbar langsam. Und im Originalspiel gibt es keine Stelle, wo man das wirklich braucht, weil man einfach immer durch ein, zwei Sprünge diese Distanzen, die man angeblich klettern soll, einfach ganz easy überbrücken kann. Und komm, das One-Up davon nehme ich mir jetzt auch mit, wenn ich jetzt hier gerade gestorben bin. Oh nee, Guys! Oh, da habe ich wohl eiskalt eine Redcoin verpasst. Naja, aber ich meine, lieber sehe ich sie jetzt. Also ich glaube, wenn ich jetzt noch einen Stern finde, dann werde ich den nicht einsammeln, weil wenn ich dann wieder aus der Stage teleportiert werde, dann muss ich ja wieder alle roten Münzen sammeln. Das ist ja irgendwie auch nicht so ganz sinnvoll. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, wenn ich den nächsten Stern sehe, den erstmal ignorieren und nur den roten Münzstern einsammeln, weil beim roten Münzstern bleibt man ja immer in der Stage. Zumindest war das in der Metal und Wingcap bisher so. Und dann schauen wir einfach mal nach, ne? Wie wir das am besten machen. So. Wir müssen ja auch den dritten Stern erstmal finden. Das kommt ja auch noch dazu. So, also. Guys, wir haben jetzt 3 Red Coins. Das ist schon mal besser. Oh, nicht da. Ich hasse es, wenn man übertreibt und unterwegs ist. So, und dann schauen wir einfach mal nach, was hier los ist. Hälfte der Red Coins haben wir schon. Das heißt, theoretisch haben wir die Hälfte des Kurses schon gesehen. Oh boy, sie wollen mich. Oh Gott, jetzt sind ja Aufzüge. Oh ja, Aufzüge über dem Nichts. Das ist so fies. Oh mein fucking Gott. Oh, das ist so gruselig. Es ist so unfassbar gruselig. Einfach alles, was man in dieser Stage macht, macht man einfach über dem Abgrund. Okay, wie muss ich jetzt diesen Sprung hier? Wie darf ich diesen Sprung verstehen? Ich musste einfach um die Ecke hüpfen, oder? Oh boy. Oh boy. Oh boy, die Kamera bleibt irgendwie nicht so ganz, wie ich es will. Ja, alles gut. Und ich kann mir vorstellen, dass hier auf den, ich glaube, Twomps sind das, ne? Ja, dass auf den Twomps eine Red Coin ist. Und so sieht's auch aus. Okay. Und wie soll man an dich rankommen? Mit einem Wandsprung bestimmt, oder? Oder? Wie schwer willst du sein? Ja. Okay, Freunde, das muss jetzt klappen. Oh! Oh mein Gott! Was ist das für ein Schwierigkeitsanstieg? Ernsthaft? Wo kommt das her? Und da muss ich hoch. So, was machst du? Ich weiß nicht. Ah! So hätte ich an die Redcoin rankommen können. Okay. Ich verstehe. Okay. Ja, da habe ich es natürlich mir ein bisschen schwerer gemacht als notwendig. So, ich schaue nochmal zurück. Okay, warte mal. So. Nee, sieht aber nicht so aus, als ob wir bisher eine Redcoin verpasst haben. Oh Gott, der Boden ist slidey. Auf dem Rutschmann. Auf dem Rutschmann extrem. Ich will nicht sterben, Freunde. Wirklich, ich will es nicht. Okay, das Problem ist, ich weiß nicht, was mich oben erwartet. Scheiße. Mhm. So, kann ich da hoch? Ist da was? Nein, keine Red Coin. Doch, da ist eine Red Coin. Ich hoffe, in Seitwärts. Salto macht die Distanz. Ja, Seitwärts Salto überbrückt tatsächlich mehr Distanz, als man im ersten Mal denkt. Da unten ist der letzte Stern. Da muss ich, glaube ich, einfach runterspringen. Okay. Aber alles zu seiner Zeit. Hier jetzt erstmal die Lego-Steine hoch. Und ich glaube, da vorne. Warte mal, ist hier die letzte Red Coin? Wir gehen nicht hier rein. Wir gehen natürlich erstmal dahinter, weil hier ist die letzte. Yes! Okay, Guys. So, und ich glaube, ich werde jetzt beide Sterne einsammeln. Also ich werde jetzt den einsammeln und ich werde versuchen, darunter zu dem Grünstern zu kommen. Oder soll ich erst Bowser machen? Soll ich erst Bowser machen? Komme ich irgendwie auf die Mauer hoch? Gibt es da eine Möglichkeit für mich? Dass ich da irgendwie über die Mauer muss? Oder muss ich da einfach einen riesigen Sprung in die Pampa machen? Wir schauen mal nach.
Sollen wir einfach... Komm, fuck it, fuck it. Ich meine, ich muss ja sowieso noch mal bis hierher spielen. Ob ich dann Bowser töte oder den Stern mache... Yes! Woo! Oh mein Gott, ey. Das ist gruselig. So, und jetzt spiele ich das Ganze nochmal durch. Und wir steppen zu Bowser. Aber da müsst ihr nicht nochmal dabei sein. Okay. Ich bin wieder da. Ich bin ready. Und ich bin bereit, Bowser entgegenzutreten. Und ich höre jetzt erstmal auf die Mucke. Kennt man die? Wer ist da? Mario, wie zur Hölle bist du hierher gekommen? Na, ich brauche keine Details. Ich habe einen sehr, sehr engen Zeitplan. Fängt damit an, dass ich dich töte. komm, ich wette, du schaffst es nicht mal, mich zu treffen, weil die ganzen Bomben erhöht wurden. Okay. Ich muss sagen, die Mucke sagt mir nichts. Ich muss erstmal gucken, wo jetzt so eine Bombe hängt. Okay. Schade, das war kein Treffer. Verdammt! Ja, vielleicht kann ich ihn noch gar nicht von der Mitte treffen. Vielleicht muss ich ihn so bewusst an den Rand bringen, genau hier. Und dann da hochschleudern quasi. Bumm! So! Jawollo! Und der erste Bowser braucht auch nur einen Treffer. Das lief jetzt irgendwie nicht so ganz nach Plan. Die Bomben anzusehen hat irgendwie gar nicht funktioniert. Du gewinnst, Mario! Aber du wirst keine weiteren Steine mehr bekommen. Das kann ich dir garantieren. Ja. Passt schon. Ja, wahrscheinlich. Kann ich dazu nur sagen. Ja, wahrscheinlich. Und damit, Freunde, will ich mich auch für den heutigen Part verabschieden. Ne? Damit haben wir die ersten 5 Level. Beide Kappen, die es gibt. Es gibt nämlich die blaue Kappe in dem Hack, nicht? Und den ersten Bowser. Zu 100% abgeschlossen. Und ich glaube, beim nächsten Mal wird es dann für uns hier in die Rakete gehen. Ich bin gespannt, wo es uns hinführt. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Dankeschön an die mittlerweile schon 4 großen Supporter hier. Shorty, Sirncrawler, Lord Ryoma und Shiro. Ey, Hammer. Geil, dass ihr das hier so unterstützt.